So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen ein Liebestarot, ein Liebesorakel machen. Ja, wenn du gerade so ein bisschen in der Situation bist und sagst, es ist mir einfach jetzt fast schon zu doof zu warten. Irgendwie nervt mich das ganze Thema schon. Ich will und will und will und mach und mach und mach. Und von meinem Gegenüber kommt einfach gar nichts. Na, der meldet sich mal, dann meldet er sich wieder nicht mehr, dann ist er auf einmal verschwunden, du weißt gar nicht, was los ist, hast aber das Gefühl, dass da irgendwie was ist, dass da Gefühl ist oder dass da eine Anziehung ist. Ja, dann wollen wir mal schauen, wenn gerade irgendwie ganz merkwürdige Stimmung oder sogar Funkstille herrscht, wollen wir mal schauen, kommt er nochmal auf dich zu? Und das ist auch bei mir in meinen persönlichen Readings immer so, dass ich, wenn ich schaue, kommt er nochmal wieder auf dich zu, schaue ich nicht, ob er mal wieder kommt und dann wieder geht, sondern nein, kommt er auf dich zu mit ernsten Absichten. Darum geht's ja. Wir wollen uns ja nicht immer ständig im Kreis drehen. Wir wollen das Hamsterrad verlassen, ja? Und wenn man sieht, dass es nicht gut ist und dass dir das nicht gut tut, dann sage ich dir das auch. Weil bei mir in persönlichen Legungen, ganz klar musst du wissen, wenn du bei mir ein Reading buchst, gibt es immer die unverblümte, ungeschönte Wahrheit. Bei mir ist es nicht so, dass ich sage, ja, du musst warten, er ist gerade in der Transformation, der kann sich so schwer öffnen, aber du musst jetzt noch ein bisschen aushalten. Das ist ja dein Seelenpartner, dein Seelenvater, ja. Gibt auch Seelenpartner, bei denen klappt es eben einfach nicht. Seelenpartner-Thema, auch mein Spezialgebiet, mache ich nur nicht so oft auf YouTube, weil es einfach was Besonderes ist für mich persönlich, ein Seelenpartner-Reading. Und da sträube ich mich immer so ein bisschen dagegen, jetzt hier auf YouTube für 3.000, 4.000, 5.000 Leute ein Seelenpartner-Deck zu machen. Und dann sage ich ja, das ist dein Seelenpartner und das gilt es aufzulösen. Und dann stimmt das ja für die ganz, ganz viele gar nicht. Deswegen mache ich das so selten auf YouTube. Aber gut, ungeblümte Wahrheit, wunderbare Bilder, ich mittendrin, schalte aber jetzt meine Kamera an und wir schauen mal, was sagen denn die Karten, welche Botschaft habe ich für dich? So, ja, dann mache ich mich mal weg, Zeit wird's. So, und da haben wir sie auch schon, die Karten, ich schaue nur gerade. Genau, da haben wir jetzt meine Brille aufsetzen. Jetzt habe ich mir mal, ich bin jetzt, oh schau mal, siehst du den Fettfinger auf meiner 500 Euro Office-Brille. Das ist ja unglaublich. Naja, wird schon noch gehen. Also, wir fangen mal an und wollen schauen, was ist denn da so? Was sieht man bei ihm, was sieht man bei dir? Was macht das ganze Thema denn dann auch mit dir? Und deswegen gucken wir, jetzt sind schon wieder drei Tarotkarten gefallen. Hatte gerade mit der Carina ein Thema Legetechnik. Aber ganz offensichtlich, Carina, wenn du das siehst, die geistige Welt möchte, dass wir jetzt drei Tarotkarten nehmen. So, und dann nehme ich schon mal etwas wahr. Okay, auf der einen Seite, ja, kann sein, dass dir vielleicht auch gerade schon so ein bisschen die Puste ausgeht. Na, ist ja auch verständlich. Wenn man am Wunschpartner ewig und drei Tage lang rummörbelt und rumoperiert und da passiert nichts, ja, dann nervt das erstens mal des Todes und zweitens mal, kostet es dich Kraft. Es kostet dich Kraft, es kostet dich Energie, es strengt dich an. Ja, und da wird es vielleicht auch mal Zeit, ja, haben wir ja auch hier mal selber am Rad des Schicksals zu drehen und zu sagen, okay, also ich laufe dir jetzt nicht mehr hinterher. Na? Ich werde jetzt auch mal vielleicht hier irgendwo zur Ruhe kommen mit diesen vier Schwertern. Sieht man ja, da liegt einer und sagt, also Amen, ich lege mich jetzt mal hin und entspanne mich, weil ich sorge jetzt mal für mich, dass die Dinge für mich irgendwie vorwärts gehen, dass es mir gut geht. Na? Hier geht es ja auch schon so ein bisschen mit der Karte ja ums Wachsamsein, ums vielleicht auch das Ängstlichsein, dass wenn er sich meldet, dass er dann wieder verschwindet oder das Ängstlichsein, dass der sich gar nicht mehr meldet. Ne? Siehst ja, der arme Kerl, das bist ja du oder die Frau, das ist glaube ich ein Mann. Der hat ja auch schon eine Binde am Kopf, der ist schon verletzt. Und ich glaube, er hat auch schon deine Gefühle verletzt, indem er natürlich dir nicht das zurückgibt, was du in diese Kennenlernen, in diese Partnerschaft reingibst. Somit sagen die drei Karten sehr, sehr deutlich, wenn du schon
geschunden bist, wenn du schon geläutert bist, wenn du schon verletzt wurdest, ja, und wenn das dich vielleicht auch alles ein bisschen anstrengt und du sagst auch, oh Gott, wird das was, wird das nix und hab vielleicht so ein bisschen Schiss, dass das alles in die Binsen geht, dann kannst du sagen, okay, stopp. Ja, sag auch gern mal zu dir selber laut und deutlich, stopp. Jetzt drehst du mal an deinem eigenen Rad des Schicksals. Was kannst du für dich tun? Und ja, das Thema, was hier dann noch liegt mit diesen vier Schwertern, da geht es darum, zur Ruhe zu kommen. Die Schwerter des Denkens mal an die Wand hängen und zu sagen, okay, jetzt bin ich mal dran. Weil das Rad des Schicksals, es geht ja immer weiter im Leben. Es geht auch ohne diesen Mann weiter. Ne? Aber bei dieser Karte geht es auch um die Selbstbestimmung. Da geht es darum, ins Positive zu gehen. Und ich glaube auch, wenn du diese Schwingung auf ihn überträgst, wenn er merkt, hä, die schwingt ja gerade ganz anders, der geht es ja sehr gut ohne mich, wie kann das nur sein, was ist hier nur los, da muss ich doch mal nachhaken, dann kann es natürlich auch schon sein, dass der auf dich zukommt. Das ist ganz, ganz oft so, was mir auch auffällt in meinen persönlichen Readings, also sehr, 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 sehr oft meldet sich der Wunschpartner unmittelbar nach dem Reading. Vielleicht kann mir das mal einer erklären von euch. Hat es damit zu tun, dass ich in seiner Energie unterwegs bin, dass ich andocke, dass ich Fragen stelle? Weil das ist mir jetzt in letzter Zeit vermehrt aufgefallen und es war auch schon immer so, dass es ganz oft der Fall ist, dass sich der Wunschpartner unmittelbar nach dem Reading bei dir oder bei der Dame gemeldet hat. Also ich finde es komisch, aber ich kann mir das einfach auch nur so erklären, dass man da eben in den Energien rumstochert und dass er dann wahrscheinlich sich denkt, ja, hoppala, was ist denn hier los? So, was man noch Schönes sehen kann, natürlich geht es hier mit den Blumen um Schönheit, Harmonie, Wachstum, Selbstwert, Selbstliebe. Ja, Aufmerksamkeit, Komplimente, eine wunderschöne Karte mit dem Ring. Ja, das heißt jetzt nicht, dass da die Partnerschaft entsteht, wenn du mal dein eigenes Ding machst. Kann sein. Der Ring aber auch so eine Karte dafür, es läuft rund. Na, also du darfst jetzt erstmal für dich sorgen. Du darfst jetzt erstmal für dich sagen, ich schaue, dass für mich die Dinge rund laufen, dass du hier vielleicht in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe wächst und sagst, hey, ich habe hier eigentlich mal so überhaupt keinen Bock, ängstlich zu sein, wachsam zu sein, misstrauisch zu sein. Ich werde jetzt mal die Dinge für mich selber in die Hand nehmen. Ich schaue mal, dass es mir selber gut geht. Ja, ich schaue mal, dass ich meinen Weg gehe. Ob er dann mitzieht oder nicht, das ist ja sein Problem. Du wirst ja dann ganz schnell merken, dass es dir auch ohne ihn gut geht. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass du sagst, ja, Moment mal, was glaubt er denn, wer er ist? Ja? Was es ihn angeht, glaube ich schon auch, dass es ihm sehr um sein Wohlfühlen geht. Ich glaube auch, dass dein Wunschpartner in Bezug auf dich sehr, sehr egoistisch agiert hat, dass der sich sehr, sehr egoistisch verhalten hat. Hauptsache ihm geht's gut, Hauptsache er entscheidet für sich selber. Er weiß, dass er dich verletzt, er weiß, dass er dir wehtut, und macht's trotzdem. Ja, das ist auch so eine Karte dafür. Also ich glaube, da ist dann schon deine Seele ziemlich geschunden. Rund um das Thema, es läuft rund, Harmonie, Wachstum, was für dich wichtig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er eigentlich auch mal so einer ist, der sagt, ja, dann schaue ich jetzt doch mal, was für mich gut ist. Aber meistens ist es natürlich auch schon so, dass er im Rückzug, in der Einsamkeit, wenn es auch hochherging bei euch beiden, das Thema ist, dass ihm dann schon das ein oder andere leid tut, dass er schon Dinge bereut. Na, weil irgendwann sitzt auch der Wunschpartner mal alleine auf der Couch, na, und denkt sich, na, die Dinge sind irgendwie jetzt so gelaufen, wie sie gelaufen sind, weil er sich wahrscheinlich saudumm angestellt hat. Na? Und du hast viel gemacht, viel getan, viel reingegeben in diese Partnerschaft. Jetzt hier mit den fünf Schwertern, ja, da ist auch so ein bisschen der Konflikt zu sehen. Also sein Konflikt mit sich selber, das habe ich jetzt natürlich auch schon wieder. Ich habe schon wieder eine Karte vor hell hergesehen. Das ist ja unglaublich. Dabei sage ich ja immer, es gibt keine Hellseher und es gibt auch keine Wahrsager. Also lass dich auf YouTube nicht verarschen, wenn einer zu dir sagt, ich bin Hellseher oder Wahrsager. Sowas gibt es nicht. Na?
mit den Karten, ja, du kannst Impulse, Hinweise, Tendenzen sehen, wie die Dinge in der nächsten Zeit werden können im Allgemeinen. Aber es wird nie einen Mann oder einen Menschen geben, der dir sagt oder mir sagt, hey, nächste Woche am Mittwochnachmittag triffst du eine blonde Frau beim Bäcker, mit der wirst du dann 25 Kinder haben. Sowas gibt es nicht. Also lass dich nicht veräppeln, ne? Aber hier sehe ich schon seinen eigenen Konflikt erstmal. Also er tief in sich drin weiß dein Wunschpartner jetzt in diesem Augenblick, dass hier die Dinge mal so richtig schief gelaufen sind. Ja? Vielleicht ist er ja selber auf der Suche nach seiner Harmonie, nach seinem Wachstum, nach seinem ja, Selbstwert. Ja, wenn er sich denkt, ja, wieso habe ich denn jetzt dieses Kennenlernen, diese Partnerschaft schon wieder in den Sand gesetzt? Bin zu dumm, mich fallen zu lassen in der Partnerschaft? Krieg's nicht auf die Reihe, irgendwie mal ein guter Partner zu sein? Möglicherweise auch in seiner Energie oder in eurer Energie, hier mit dem Ritter der Kelche. Das ist einer, da kommt jemand auf dich zu. Und was hat er in der Hand? Ja, einen Kelch. So, und das ist jetzt nicht, weil er Durst hat, sondern der Kelch, das ist als Symbol der Liebe, der Gefühle auch jetzt hier im Tarot, mit dem Stern noch dazu. Das ist Hoffnung, das ist die Karte dafür, ja, alles wird gut, das ist die Zukunft, das ist die Harmonie, das ist eine Karte für, ja, Einklang, vielleicht im Einklang mit dir zu sein. Vielleicht hat er ja schon verstanden, wenn ich mir diese drei Karten so ansehe, dass er irgendwie schon merkt, ja, da hätte er wohl einmal ein bisschen mehr reingeben dürfen ins Kennenlernen. Ich habe bis jetzt schon aus den Karten das Gefühl, dass du immer reingegeben hast, Energie, Aufmerksamkeit, Gespräche, Kontaktaufnahme, na, weil du immer so ein bisschen die Angst hattest, wenn du aufhörst, alles reinzugeben, dass das was wird, ist er weg. Und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar. Das ist ja wie beim Angeln, ne, mit dem Köder. Ja, es muss von selber kommen. Er muss auch mal auf dich zukommen, wenn du dich gar nicht meldest. Ja, der muss auch mal sagen, hey, was ist los? Ich habe heute noch nichts von dir gehört. Ist alles in Ordnung? Möchtest du reden? Sowas in der Art. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist immer damit beschäftigt und immer in der Anstrengung, dass das irgendwie am Leben bleibt, ja, wie so ein Feuer mit dem Feuerstein, wo man mal pustet, dass das Feuer ja nicht ausgeht, dann bist du da komplett schief gewickelt bei dem und dann darfst du dich auch zurückziehen und natürlich auch am Rad des Schicksals für dich selber drehen. Aber ich sehe schon bei ihm das Thema, ja, ich habe schon einen inneren Konflikt mit mir. Ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Ich weiß, ich habe dich verletzt. Und jetzt geht es natürlich wieder darum, ja, mit dem König der Kelche auf dich zuzugehen. Ja, möglicherweise, wenn er dir einfach davongelaufen ist, schwierig, wie soll er das denn anstellen? Ja, und da haben wir dann tatsächlich auch schon das Labyrinth dazu. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Mist, den ich verzapft habe, eigentlich wieder gut machen kann. Ja? Wie kriege ich dann das auf die Reihe? Ja, wie komme ich denn da vorwärts jetzt mit dir zusammen? Ich glaube, dein Wunschpartner ist jetzt was, wenn es darum geht, ein ordentlicher Partner zu sein, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, der hat das vergeigt, der hat das alles in den Sand gesetzt, der hat dich verletzt, der hat dich enttäuscht und der hat dich auch traurig gemacht. Du warst vielleicht auch schon der Meinung, okay, da ist eine Basis da, da ist ein Fundament da, da kann man drauf aufbauen, das ist etwas Stabiles. Ja, und er ist jetzt momentan damit beschäftigt zu überlegen, wie kriege ich das denn überhaupt wieder hin, dass die Dinge so werden, wie sie waren, und zwar noch besser. Und noch besser heißt, dass er sich natürlich so ein bisschen mehr anstrengen darf bei der ganzen Geschichte. Dieses Labyrinth, das entsteht, wenn man auch einen inneren Konflikt hat. Was ist ein innerer Konflikt? Ein innerer Konflikt ist, wenn du wo bist, wo du nicht sein willst, wenn du wohin willst, wo du nicht bist und nicht hin kannst. Ja, wenn sich Kopf und Herz beißen, dann hast du schon einen inneren Konflikt und dann landet man auch ganz schnell im Labyrinth der Ziellosigkeit. Aber in der Energie gerade tatsächlich, weil ja die Frage auch war, kommt er nochmal auf dich zu? Ja, der König, der Ritter der Kelche, das ist so eine Karte. Da kommt jemand auf dich
zu. Und von daher ist das mal eine schöne Karte, auch ein bisschen Sinnsuche, Hingabe, ja, dass er vielleicht auch mal ein bisschen romantischer wird. Na, mit dem Stern, das ist ja auch so eine schöne Karte, Hoffnung, Zukunft, Harmonie, alles wird gut. Denke mal, dass in ihm gerade ein großes Umdenken stattfindet, ein großer Aha-Effekt, ja. Er weiß, dass er dich sehr verletzt hat. Ich weiß, er weiß, dass er dir wehgetan hat. Und nun ist die Frage im Raum natürlich da, was mache ich denn jetzt am besten? So, und da stößen viele Männer dann natürlich auch schon mal gern an ihre Grenzen. Die sagen dann, na gut, da mache ich mir halt jetzt erstmal eine Dose Bier auf und kippe den ganzen Kummer runter. Es gibt aber auch Männer, die überlegen dann schon und sagen, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Du hast die ganze Zeit zu viel getan. Du hast dich die ganze Zeit bemüht. Ich habe mich verhalten wie ein Arschloch und habe dich da irgendwie sitzen lassen, traurig gemacht, verletzt, habe dich in die Sehnsucht gestürzt. Ich weiß das schon. Und jetzt tut es mir auch furchtbar leid. Ja, ist immer interessant zu seiner Energie jetzt auch mal in der nächsten Zeit. Da fallen mir ja gleich mal die fünf Kelche auf. Da geht es schon ums Traurigsein, ums Einsamsein. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen von sich selbst enttäuscht. Mit den 10 der Stäben, die wir da jetzt auf jeden Fall nochmal bekommen haben, geht es darum, dass das auch eine Belastung ist. Also seine Einsamkeit macht ihn fix und fertig. So, jetzt habe ich wieder einen tollen Videotitel und ich wette, in einer Minute habe ich es schon wieder vergessen. Also er hat sehr mit seiner Einsamkeit zu kämpfen. Wir haben hier noch das Ass der Schwerter. Das ist ja die Erkenntnis. Also wenn ich dir jetzt sagen darf, was ist denn mit dem Typen im Rückzug eigentlich los? Was geht denn da ab? Dann kann ich dir sagen, der hat gerade auf ganz, ganz schlimme Art und Weise erkannt, dass ihn seine Einsamkeit ohne dich fertig macht, ja, mit diesen 10 der Stäbe, das ist ja auch so eine Karte für eine Belastung, weil einer schwer zu tragen, da versucht einer, ja, auch nochmal irgendwie seine letzten Kräfte zu bündeln, na, aber ich kann dir schon sagen, der ist eigentlich am Ende, na, weiß aber auch warum. Und das ist ja schon mal der große Vorteil, dass er es nicht auf irgendjemanden schiebt, ja, mir geht's schlecht wegen dem, mir geht's schlecht wegen der, nee, nee. Da haben wir, und da ist es, ich habe schon wieder eine Karte vor hell her gesehen, der Spiegel. Selbstreflexion. Ich habe für mich selber gespannt, dass ich eigentlich mich verhalten habe wie der letzte Heuler, ja, dass ich dich traurig gemacht habe, in die Sehnsucht gestürzt habe, dass ich mich vollkommen unmöglich verhalten habe und diese Einsamkeit, in der ich jetzt selbst verschuldet gelandet bin, ja, kostet mich sehr, sehr viel Kraft. Der Spiegel, die Einsicht, die Selbstreflexion, das Schiff, Träume, Sehnsüchte, Ziele, ja, das ist die Lebensreise, somit auch die Lebensreise in der Liebe. Dass ich jetzt hier, wenn ich, haben wir eigentlich einen guten Punkt gefunden zum Reinschauen? Ja, jetzt schaust du wieder in mein Antlitz hinein, wo ich dir sagen kann, wenn du gerade in der Situation bist und Teil der Kollektivenergie bist, dass dein Wunschpartner immer mal da ist oder mehr weg wie da oder dich nicht so behandelt, wie du dir das wünschst oder er nicht das zurückgibt, was du reingibst, kann ich dir sagen, da ist er im Rückzug gerade komplett in der Einsamkeit gelandet und er weiß auch, was er dir angetan hat. Die Frage bei einem Mann, ich gebe auch immer sehr viele Tipps als Mann rein, ist immer, gehe ich nochmal auf sie zu? Wird dann nochmal irgendein Thema aufgerollt? Muss ich mich dann entschuldigen? Bin ich dann vielleicht in der Hierarchie der Partnerschaft da unten, weil ich Mist gebaut habe? Lasse ich es lieber bleiben? Also du siehst, im Kopf des Mannes gibt es nicht nur Hunger und Durst. Es gibt auch sehr, sehr viele Gedanken rund um, wie kriege ich denn jetzt was auf die Reihe? Reue ist da, Enttäuschung ist da, Einsicht ist da, Einsamkeit ist da. Es ist also ein bunter Mix an allem. Und wenn du mich jetzt fragst, kommt er nochmal auf dich zu? Und das wäre jetzt ein persönliches Reading, würde ich dir vielleicht sogar raten, ihm mal so einen kleinen Schubser zu geben, wenn er da irgendwie komplett hilflos ist. Ja, aber er will ja, dass du ihm vielleicht mal eine Nachricht schickst, wie geht's denn so? Oder über jemanden einen schönen Gruß ausrichten lässt, dass hier mal der Funken überspringt, dass er mal vielleicht ein bisschen
aus sich herauskommen, weil die Energien sind eigentlich ganz gut. Der Zustand, in dem er ist, hat er sich absolut verdient, wenn ich mir das alles so anschaue. Soll er mal ein bisschen leiden, ne? Weil ich sage ja immer, aus Fehlern lernt man ja am besten. Ne? Und von daher, ja, würde ich sagen, lasst viel Liebe da, einen Kommentar, einen Daumen hoch, würde mich freuen. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!